Hallo ihr Lieben, ich möchte euch gerne ein Spielbuch vorstellen für, ich denke mal, ab 12, 14-Jährige, aber auch für Erwachsene. Ich habe auch eine Freundin, die diese Bücher gerne spielt, genau wie ich, obwohl es eher tatsächlich für Jugendliche angelegt ist. Und zwar Die Welt der 1000 Abenteuer von Jens Schumacher. Der schreibt da tatsächlich schon eine ganze Weile an der Reihe und die sind neu aufgelegt im Manticore Verlag, beziehungsweise, glaube ich, schreibt er weiter. Aber ich weiß, es gab ein paar ältere Bücher, die bei Schneider Verlag noch rausgekommen sind. Ich glaube, das gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Und zwar Die Kerker des Schreckens. Ich liebe ja immer die Illustration. Auch hier drin gibt es sehr viele böse Monster oder auch andere Kreaturen wie tanzende Skelette. Also der Manticore Verlag legt ja immer sehr viel Wert auf Illustration. Wie gesagt, es ist ein Spielbuch. Eins, was jetzt nicht so stark ausgebaut ist wie Der einsame Wolf. Aber man kann trotzdem ein bisschen was machen. Vor allen Dingen jetzt, wenn die Reihe fortschreitet. Ich glaube, das allererste war irgendwie das mit dem... Ach, wie hieß es denn? Mit dem Zauberer auf jeden Fall. Und was ich ja sehr geliebt habe, ist das mit der Zwergenmine. Dort war es aber noch relativ einfach gestaltet. Wir konnten uns zwar irgendwie mal einen Gegenstand mitnehmen, ja, aber es gibt generell bei Jens Schumacher grob immer nur einen Weg, den man gehen kann. Man stirbt also sehr oft schmerzvolle, qualvolle Tode. Damit muss man rechnen, ja. Es gibt jetzt nicht zum Beispiel wie beim Einsamen Wolf, wer die Reihe kennt, viele verschiedene Wege, dieses Abenteuer zu bestreiten, sondern es gibt grob nur einen. Aber was ich hier dazu sagen muss, ich sage auch gleich noch was zur Handlung. Wir können auch hier wieder viele Gegenstände sammeln, die später relevant werden. Wir haben auch eine Fähigkeit, die wir uns raussuchen können. Wir können andere Begleiter finden, die uns nützlich werden können. Wir müssen Schriftrollen finden und wir können auch Geheimwege entdecken. So, es ist mir in mein Assistent ins Bild gelaufen. Was wollte ich sagen? Und wir können, das hatten wir am Anfang, glaube ich, auch nicht. Das ist jetzt bei mir schon ein paar Jahre her. Aber wir können jetzt direkt Kämpfe auch bestehen, aber nicht mit Würfeln, sondern das funktioniert ein bisschen anders. Das müsst ihr dann selbst herausfinden. Aber grundsätzlich ist jetzt mittlerweile mit der fortgeschrittenen Reihe noch ein bisschen mehr Abenteuer-Feeling eingebaut und ein bisschen noch mehr, was man selbst entscheiden kann. Genau. So, worum geht es hier? Der Abenteurer hat keinen Namen, das sind immer wir sozusagen. Und wir haben immer unseren Vetter dabei, den Bolko, der kann grob nichts, schafft es dauernd, uns in Schwierigkeiten zu bringen. Und am Ende tönt er immer rum, was für ein toller Typ er ist und dass er quasi derjenige ist, der uns alle befreit und gerettet hat. Da muss man sozusagen durch. Ich roll da immer mit den Augen. Und hier ist es so, wir erwachen in einer Kerkerzelle und müssen uns befreien. Und die Kerker des Schreckens, es sind tatsächlich viele Kerker, es sind viele Gänge, es sind viele Zellen und viele, viele, viele unsagbar fiese, gemeine Dinge, die dort auf uns warten und viele tödliche Enden. So, es hat mir viel Spaß gemacht, das zu spielen und mir hat auch die Lamia gut gefallen. Mir gefällt auch das Buch, das Bild immer noch gut. Von der Story her muss ich sagen, hat mir, ich glaube, das ist das vierte Buch, was ich jetzt insgesamt gespielt habe, diese Zwergenmine am besten gefallen, weil dort ein bisschen was Längeres erzählt wird und wir nach und nach dort noch ein paar Sachen herausgefunden haben und insgesamt auch ein bisschen eine dramatische Geschichte erzählt wird. Hier geht es sozusagen weniger um eine richtige Romanhandlung, sondern eher darum, hier ist was Fieses, dort ist was Fieses, dort ist was Fieses. Also wirklich so eine Art Dungeon-Meister, ne? So, coole Sache. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Jens Schumacher schon kennt, ob ihr die Reihe schon kennt, ob ihr schon was davon gespielt habt. Ich verlinke euch zumindest alle erwähnten Bücher wieder unten in der Infobox. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf den nächsten Band. Ich habe ja vom Manticore Verlag sehr viel gelesen. Wir hatten auch vor ein paar Jahren, als ich noch richtig Booktuber war, da hatte ich auch immer mal ein Päckchen bekommen mit Rezensionsexemplaren. Das ist jetzt selbst gekauft.
weil ich es einfach nicht mehr schaffe, das alles zu rezensieren. Aber ich dachte, wenn ich mal was habe und ich habe jetzt halt generell Bock, wieder mehr Spielbücher euch zu zeigen, weil ja, ich finde, es gibt viel zu wenige, die darüber Rezensionen machen. Und ich finde, die Community ist auch ein bisschen klein. Die kann ruhig ein bisschen größer werden. Ich mag Spielbücher und wie gesagt, ich schreibe halt auch selbst gerne. Ich habe Spielbuchideen. Ich habe ein Spielbuch geschrieben und ich habe auch viele, viele Ideen für alle möglichen Altersgruppen. Und genau, deswegen dachte ich, kommt da jetzt einfach wieder ein bisschen mehr Content. Ich habe auch noch ein bisschen was da, was ich euch zeigen kann, sobald ich Zeit habe, das zu lesen oder mal vor der Kamera anzuspielen, je nachdem. Jo, das war es erstmal von mir. Auf jeden Fall eine Empfehlung für Fans, vor allen Dingen auch für jüngere Fans. Und aber vielleicht also nicht unter 12 und ich finde ab 14 reicht auch, weil es ist teilweise ganz schön brutal, was dort passiert. Also ich würde sagen, meine eigene Einschätzung wäre ab 14 Jahre. Jo, das war's von mir. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.